So, da sind wir wieder zurück bei Final Fantasy VII. Und ich schaue mich mal ein bisschen auf den Dock um hier. Costa del Sol, ein Urlaubsparadies. Hier scheint immer die Sonne. Sommer das ganze Jahr über. Ich kann das nicht. Am besten frag ich im Fremdenbüro. Ja, alles klar. So, hallo Chica. Wir wollen keine Zeit verschwenden hier. Kümmern wir uns direkt um das Wesentliche hier. Ich bin so cool. Kann ich mit dem Hydranten reden? Nein, das ist doch gar kein Hydrant. Es ist ein... Nee, den meinte ich gar nicht. Er sieht ganz gut aus, oder? Was? Oh, keine Bange. Ich meinte nicht dich. Ich meine Präsidenten Rufus. Charmant, reich, belaufen, schicker Blazer. Naja. Ganz bestimmt. Und er so? Der meint das? Alles klar bei dir? Was steht hier? Seaplane only. Vermutlich geht's hier weiter, aber ich habe mit dir auch noch gar nicht geredet. Ey, lauf doch nicht weg. Was hat denn Passagiere, stimmt's? Ah. Du warst auch ein blinder Passagier. In welchem Schuh hast du denn mal gesteckt? Hahaha, witzig. Oh, guck mal, da oben steht einer. Stimmt mich nicht. Das ist Rufus, erster offizieller Besuch. Was? Als Präsident. Sieht so aus, als wäre diesmal geschäftlich hier. Ich könnte platzen von Neid. Wir sind alle gleichaltrig, aber er ist der Präsident. Kann ich mit dem da oben reden? Nö. Der geht so nicht weiter. So, hier ist eine Treppe und hier geht's nicht weiter, dann lad schon die Treppe hoch, weil sonst ist hier ja nichts. Oh. Serious stuff. Heidegger. Das war vielleicht eine lange Bootsfahrt. Ha. Gute Arbeit von allen. Warum lacht er denn schon wieder? Ja, Sir. Ich beeile mich. Alles klar. Ich habe gehört, Sephiroth war an Bord. Ja. Und es scheint, Cloud und die anderen waren auch an Bord. Ja. Sie sind uns alle durch die Lappen gegangen. Diesmal hast du es wirklich großartig vermasselt. Heidegger. Ich bin sehr beschämt. Ist das alles? Einzige Antworten geben und für alles entschuldigen? Fertig zur Abfahrt, Sir. Können wir den Rufus nicht nochmal stellen? So schwer war der beim letzten Mal doch nicht. Rufus, tu was! Ich will Resultate sehen. Okay, Heidegger macht's jetzt also auf die Suche nach uns. Nee, der kommt. Doch. Hä? Mach was, ja. Schmeiß mal alle Leute über Bord hier, beziehungsweise ins Wasser. Okay, ich gehe mal lieber nicht an den Strand zurück, sondern schaue mich in der nächsten Stadt um, wo ich wahrscheinlich wieder etliche Gil ausgeben kann, die ich nicht habe. So, toll, so ein weiches Bett. Ja, das ist bestimmt schön. Also das heißt, hier können wir rasten. Haben wir es nötig? Ja, ziemlich.
Das heißt, die Rezeption ist unten, oder was? Motordrive. Was? Ja, cool. Gratis. Kann man alles mitnehmen hier. Kraft erhalten. Feuerring erhalten. Ist hier noch mehr rum? Der pennt also. Naja, gut. Hier ein neues Accessoire, ja, weißer Umhang schützt vor Frosch und Zwerg. Und Feuerring, ja, schützt vor Feuerzauber. Okay, das ist naheliegend. Eris hat das, Sternavalent Schutz vor Gift. Können wir aber auch vor Frosch und Zwerg und vor Feuerzauber schützen. Machen wir das doch mal. Ich glaube, das kommt häufiger vor. Silberbrille Schutz vor Blind. Nee, das ist ganz gut. Das soll er behalten. Hast du die Rezeption für oben, oder? Ist nicht langweilig? Oh, will ich schon, ja. Wirklich? Ich langweilig mich. Die Arbeit ruft. Was? Wo ist das Gasthaus? Außenbezirke, aha. Hoffentlich Läden. Butschladen, aha. Und ich will Übersicht. Tor zum Westen. Okay. Klar bin ich reich. Lügner sieht nicht danach aus. Ich gebe trotzdem einen Tipp. Nachkostung. Goldsourcer besuchen. Ein Aufregung auf der Zocker. Wenn du nach Süden gehst, kommst du nach Goldsourcer. Und dort sind die Casinos. Okay. Hey, Chica. Komm, die ist schüchtern. Was soll ich denn von dir kaufen? Oh, das ist wieder so teuer. Aber den könnte ich gerade mal 5-mal gebrauchen. 4 Slots, bloß nicht. Molotows. Feuerzauber. Ah, erhöht unsere Abwehr. Das können wir echt gut gebrauchen. Aber der Carbon-Reif macht das noch viel mehr als der Platin-Reif und kostet weniger als die Hälfte. Ach so, das lässt die Materie doppelt so schnell wachsen. Verstehe. Ah. Trotzdem, wenn es irgendwie geht. Ich kann mir aber nur 2 leisten. Kaufen wir mal. So, dann rüste ich schon mal ein bisschen aus. Cloud rüste ich damit aus. Hiermit. Ah, Ifrit. Wen soll ich denn... Ich würde sagen, Tifa bekommt Ifrit. Weil mit der möchte ich gleich auch mal ein bisschen kämpfen. Dann... Dann versuche ich nochmal hier was zu verkaufen. Und zwar diese... Warte mal, mit das hier, ne? Das hier... Und der Metallstock. Der ist ja auch überholt. Motorfaust.
900. 700 Atomarschere. Ach so, das ist für. Aha. Metrüllarmband können wir 2 verkaufen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Weißer Umhang. Viel Geld wert. Talisman. Wow. Atomarschere. Mega Handschuh. Ich bin verwirrt. Wo habe ich jetzt den Mega-Handschuh her? Der ist 600 wert und die Motorfaust ist 900 wert. Verkaufe ich den mal. So, das sollte es reichen. Dann können wir noch von den Carbonreifen noch 2 kaufen. Das muss reichen. Oder kriege ich noch mal 405 verkauft. Ein Äther. Sicher von der Gegner. Das ist eigentlich ganz cool. Wir kaufen einen Äther. Nein, ich wollte kaufen. So, das sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Dann können wir hier noch die letzten Leute. Also sie habe ich jetzt mit dem Carbonreif ausgerüstet. Red auch. Ne, ihn noch nicht. Ja. Ah, okay. Ah. Tiefer. Ach. Okay. Also kann ich ganze Blöcke tauschen. Ich möchte eigentlich die Materie, die Ausrüstung tauschen. Geht das hier auch im Ausrüstungsmenü? Mit dem Tauschen? Ne, geht natürlich nicht. So, was soll denn bekommen? Was hat denn Tifa noch so? Oh, die haben alle nur 1. Analyse hat sie. Und Raub. Letzte Gift. Gehen wir dem Red mal ein bisschen Gift hier. Habe ich mir jetzt 17 gegeben? Das war Gift. Okay, alles klar. So. Naja, wie auch immer. Ist jetzt auch nicht so furchtbar wichtig. Was? Willst du was trinken? Okay, das ist jetzt Zeit. Hey, Schätzchen. Das sind 1, 2, 4 Fische. Insgesamt nicht schlecht. Hä? Mhm. Hey, Barkeeper. Und. Ja, Snowball. Oh, Surfing ist alles raus. Ja, das ist ja toll. Okay.
mehr ist und mir zugewunken. Er wurde mulmig, deswegen spiele ich hier. Das ist ja ekelhaft. Zack. Zack. Ich möchte den aber in diese Richtung kicken. Ich kann immer nur in eine Richtung treten. 1, 2, 3 und los. Naja, irgendwie albern. So. Butch. Ah ja. Von dem habe ich gehört. Schön. Hier gibt's also Materia. Ich würde meine Materia tatsächlich gerne mal ein bisschen aufleveln. Gibt's ja nicht mal so ein Feld, wo ich ein bisschen kämpfen kann? Das Übliche. Also dann lass uns hier doch mal gerade hier ein bisschen auffrischen. Keine Ahnung, wovon du redest. Wieso mit dem großen Matrosen? Was ist los? Plötzlich stimmt diese riesige Matrose hier rein und besetzt das Klo. Er ist schon die ganze Zeit drin und stört. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, falls du eincheckst, würdest du dann bitte auch seine Rechnung zahlen? Was macht denn Barrett da? Hey Cloud, noch zu früh, oder? $200 pro Nacht. Oh Mann, das ist nicht dein Ernst. Habe ich mir einer so überlegt. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 300. Na komm, eine Nacht kann man. Ich wollte eigentlich nur übernachten. Muss ich mir den ganzen Scheiß nochmal anhören? Och nö, was ist das denn für ein Müll? Ah, komm. Naja. Guten Morgen und gute Reise. Ist hier eine Tür? Man kann hier rein, aber man kann hier nichts, leider nichts nehmen. Na, Hauptsache wir sind ein bisschen aufgefrischt. Und das PHS funktioniert hier leider nicht. Was ist denn hier so? Der Strand. Hey, Person Rufen. Ja, ja, ja. Kleiner Prelsi. Ich glaube, er hatte Karten des Gold. Nein, für Unsinn. Ich frage mich, ob alles noch ein Traum war. Ah, das hat sich nach Sephiroth wieder angehört. Hey. Das ist stimmt, deswegen. Ich frage mich, ob alles noch dran war. Aber der Dialog hier war cool. Hey, hey, vergiss nicht, auch mit mir zu reden. Das ist. Naja, auch die Entwickler werden mal unkreativ mit dem Ausstatten von Kommentaren. Ja, und was hast du mir sozusagen? Professor, ja, ja. Mhm. Sollte hier nicht noch irgendwas Interessantes sein? Ist ja tot langweilig hier. Kann ich ja wenigstens irgendwie was klauen. Den Pier hochlaufen, auch das nicht.
So, hier haben wir auch noch irgendwas. Ah. Dann würde ich tatsächlich gerne mal die beiden hier eintauschen. Und dann gehe ich jetzt mal ein bisschen leveln. Rüste die vorher noch aus. Und ich glaube, das mache ich dann tatsächlich offscreen. Die Waffe, der kriegt einen ordentlichen Boost mit Rüllarmband. Das wird auch besser. Und tiefer sowieso. Vielleicht kann ich auch so ein Sterne-Amulett irgendwann mal verkaufen, das ist ja bares Geld. So. Man kann auch mal den Schokobo-Köder hier hinmachen. Das bringt so gar nichts. Wir brauchen unbedingt mehr Materia. Aber ich kann ja auch tauschen. Na gut, wie auch immer. Ich mache das jetzt offscreen und wir sehen uns dann später wieder. Bis dann.